So, hallo erstmal. Warum keine Ahnung, wie das Viech aussieht. Ich weiß nur, dass da eine Liege gibt, okay? Habe ich jetzt auch noch nie gelegt. Also Medusa habe ich gestern gelegt. Und es war meiner Meinung nach schon also mäßig hart. Könnte leichter sein, könnte aber auch schwieriger sein. Also ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, oh scheiße, ich sterbe gleich. Aber es war schon fordernd. Also Medusa auf easy war schon fordernd. Und der jetzt, der Arges, ich habe keine Ahnung, ich habe keine YouTube-Videos angeschaut. Ich bin jetzt mit dem Adlerbus drüber geflogen und habe mir einen Punkt gesetzt, wo ich durchlaufen muss, also in die Arena rein. Das ist bloß ein abgesperrter Bereich, wenn man, so weiß ich es zumindest von anderen Elite-Gegnern hier in dem Spiel, wenn man aus einer großen Entfernung auf die schießt mit dem Bogen, passiert gar nichts, man verschwendet nur Munition. Man muss dann schon in den Bereich reinlaufen. Ansonsten passiert gar nichts, sie sind unverwundbar. Und somit habe ich mir jetzt kurz eine Markierung gesetzt, wo man da reinlaufen muss. Aber ich habe mir kein einziges YouTube-Video angesehen oder überhaupt irgendein Video, egal wo. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Also ich würde mal sagen, mittlerweile, ich habe mir jetzt ein vernünftiges lila Hunter-Set zusammengestellt gestern. Und habe da vorwiegend Feuer und Crit-Damage draufgepackt, überall. Also Crit-Chance ist über 100%, das kann man auch nicht so genau jetzt einschätzen. Ich habe halt die Item genommen, die Jägerschaden, Crit-Schaden und Feuer drauf hatten, wenn Möglichkeit, oder Adrenalin pro Treffer. Ich war kurz bei 120% Adrenalin pro Treffer. Sehr angenehm zum Spielen, wenn man dann aber allerdings auf Feuer-Damage und Crit-Damage verzichten muss, also wiederum Käse. Somit habe ich mir jetzt ein etwas anderes Set zusammengebaut hier. Alles komplett nur auf Crit. Ich bin jetzt bei 670% Crit Damage, also kritischer Schaden, wenn ich kritisch treffe, und ich bin ja bei weitaus über, also keine Ahnung, was sind das, 108% Crit Treffchance, das heißt jeder Treffer ist kritisch, und solange ich natürlich bei vollem Leben bin, ansonsten zählt es nicht. Feuerschaden ist jetzt nicht so immens hoch, aber ich habe zum Beispiel gestern mit Level 66 einen 99er Söldner gekillt, und das nur mit dem Feuerschaden. Also nur die Feuerticks wirken lassen. Drei Headshots immer jeweils kurz gewartet und ihn einfach brennen gelassen. Und ich habe gesehen, das ist die beste Möglichkeit. Im Nahkampf, beziehungsweise wenn ein Gegner sehr nahe kommt, habe ich mit dem Hunter überhaupt keine Chance. Ich habe zwar die zwei Schwerter, ich kann mich verteidigen bzw. Adrenalinpunkte aufbauen, wenn ich jetzt irgendwo in der Entscheidungsschlacht bin, aber die Schwerter, die sind nur als Träger gedacht für die Item, für die Stats. Sprich, dass da überhaupt irgendwas Crit Damage drauf gerollt haben kann, beziehungsweise von Haus aus drauf hat. Das Schwert habe ich gestern von Medusa zum Beispiel gekriegt. Und die 25% Abklingzeit waren mir dann schon wichtiger als Adrenalin pro Treffer oder Feuerschaden. Und somit habe ich dann diese legendäre Waffe ausgesucht, beziehungsweise übernommen. Der Bogen, der hat die 20% Verwüsterschuss Damage drauf, und Verwüsterschuss ist immer mein Opener für jeden Fight, egal ob normale Menschen oder Soldaten oder Söldner oder egal was. Ist einfach so, wenn der erste Headshot sitzt mit Feuer und Verwüsterschuss, sind 50-75% vom Leben des Gegners sofort weg. Bei Söldnern, die genau dieselbe Stufe hatten wie ich, gestern war ich noch 66, also Level 66, da konnte ich allein mit zwei gezielten Verwüsterschuss-Headshots aus großer Entfernung Söldner gleicher Stufe in zwei Headshots umhauen.
Also ist schon nicht zu verachten. Der Arges, also ich kann jetzt noch mal gerne mit dem Adler drüber fliegen hier, bevor ich jetzt hier reinlaufe. Man sieht ihn ein bisschen so von der Spalte raus und grunzt einen an. Hier oben ist ein, naja, so ein Orikalkurzerz, aber was übrigens Kupfer sein soll, der, naja, so freien Übersetzung nach, Bergkupfer, frei übersetzt auf Griechisch. Also das ist, hier ist der Gegner. Ich sehe nicht wirklich, wie er aussieht. Ich sehe nur, dass er wütend ist und grunzt und riesengroß ist oder sein muss. Ist ein 69er Elite. Also ich muss sagen, der Zyklop, das war mein erster Elite, den hatte ich nach 3 bis 4 Headshots war tot. Im Verwüsterschuss. Musste allerdings ein paar Mal ausweichen. Was der kann, was der für Attacken hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will da komplett ungespoilert da reinlaufen und ansonsten würde ich mir da irgendwo Informationen holen, was die beste Taktik ist, aber ansonsten, ja, ich will die Herausforderung. Ich will diese Herausforderung. Ich mach mich. Ja, zu meinen Skills, klar, den Feuerschaden vom Krieger-Build. Auf jeden Fall. Gift finde ich absolut useless. Die meisten Gegner überleben gar nicht so lange, dass sie das Gift erschwächt den Rüstungswert des Gegners und den Damage-Output des Gegners. Und die meisten Gegner sterben in 2 bis 3 Hits. Insofern absolut useless. Absoluter Käse. Attentäterfähigkeiten, auch wenn viele sagen useless, für mich persönlich ein Must-Have. Einfach, weil es angenehmer ist, wenn mal alle Stricke reißen, beziehungsweise wenn man überhaupt keinen Bock hat, wenn man jetzt eine Burg cleart oder sonst irgendwas. Selbst bei einzelnen oder vereinzelten Elite-Söldnern, die etwas schwieriger sind, war als Opener, als Kampferöffnungstaktik einmal Stich in den Rücken und 35 bis 50% des Lebens weg. Blitzlicht, naja, zur Ablenkung, wenn mal die Kacke am Dampfen ist, wirklich gut. Und ja, das muss jetzt nicht sein, das ist aus Bequemlichkeitsgründen. Ob es jetzt 15 Meter Radius hat oder 20, 25, 30, keine Ahnung, was es der erste Schritt gewesen ist, die erste Stufe. Es ist eigentlich, naja, minimalst praktisch, wenn man irgendwo in der Höhle ist, zum Bereiche aufdecken, wenn man dann keinen Zugriff auf den Icarus hat. So, ansonsten Heilung, die Schockwelle natürlich versetzt alles und jeden in Brand. Ja, Rüstung und Damage für den Warrior Build, beziehungsweise wenn es mal so weit ist, dass wir von Gegnern im Nahkampf angegriffen werden, dann springen die Werte sofort ein, beziehungsweise die Rüstung, die haben wir immer. Insofern auf jeden Fall gute Sache. Den braucht man eigentlich nur, wenn man mit Krieger-Item unterwegs ist. Und Ares Schlachtruf wirkt sich immer aus. Egal ob jetzt Distanz oder Attentäter oder egal was, so oft wie möglich einsetzen. Macht übelst viel aus. Und mit der Eigenschaft von dem neuen Set sowieso. 50% mehr Damage-Output für 20 Sekunden, das ist phänomenal. Und gleichzeitig unverwundbar gegenüber Hits, die einen normalerweise direkt One-Hit töten würden. Die töten nicht One-Hit, die töten beim zweiten Hit. Also man ist nicht komplett unverwundbar in den 20 Sekunden. Das will so viel sagen, wenn man bei voller Gesundheit ist und einen Schlag abbekommt, der einen normalerweise sofort töten würde, tötet einen nicht sofort, sondern man rutscht auf 1% Gesundheit. Das heißt, man muss sich trotzdem sofort wieder hochleechen. Außerdem habe ich jetzt drei Fähigkeitspunkte auf den Kriegerbaum gesetzt. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob es auch beim Range Damage einspringt. Allerdings, ich glaube ja, also 4 Punkte habe ich da gesetzt. 1,7% des angerichteten Schadens wird in Gesundheit umgewandelt. Es ist nicht so viel, aber wenn man jetzt bedenkt, dass ich mittlerweile 130.000 Damage oder manchmal sogar mehr raushaut, teilweise bis nur 250.000 mittlerweile Damage, dann und davon halt 1,7%, das ist dann schon einiges. Also ist nicht genug, zum mich komplett hochheilen, aber so 10% Heilung kriege ich da schon rein.
Und ansonsten habe ich da nirgendwo was großartig gesetzt. Könnte ich theoretisch, aber indem ich jetzt andere Fähigkeiten dafür, ja, sowas oder sowas oder sowas komplett ignoriere, komplett lösche, dann hätte ich genug Skillpunkte übrig, um sie dann woanders einzusetzen. Sowas ist nicht unbedingt jetzt nötig, aber doch praktisch, praktisch einfach in der Anwendung. Diesen Höchstleistungsschutz benutze ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, weil es sich einfach nicht lohnt, dauert viel zu lange die Animation an sich und sehr ungenau. Also selbst wenn man direkt auf den Kopf zielt und drückt dann auf die Taste, je nachdem, ob man auf dem wackeligen Untergrund steht, wie auf dem Schiff und Wellengang herrscht, oder ob der Gegner sich weiter bewegt oder sonst irgendwas. Also man trifft nicht immer 100% da, wo man hinzielt. Insofern, ja, für Elite-Gegner manchmal ganz gut, aber relativ useless. Also ich denke mal, da reicht es, wenn man den einen Punkt setzt, dass man da in den Baum rein kann oder in die Fähigkeit. Aber 3 Punkte, 3 von 3 ist nicht unbedingt jetzt notwendig, da man mit dem Verwüsterschuss viel, viel mehr Damage raus hat. Also 800% Damage zu 1500% Damage, allerdings verbraucht man hier nur einen Punkt. Das heißt, 3 mal 800% Damage kann ich da mit diesen 3 Punkten, die ich für einen Schuss brauche, raushauen. Und 200% höherer Brandschaden, das heißt mit meinen Brandpfeilen, die ich ohnehin von Haus aus habe, durch meinen Bogen, mache ich da praktisch 1600% Feuerschaden pro Verwüsterschuss, pro Adrenalinsegment. Weil 7 Adrenalinsegmenten kann ich ausrechnen, also 7 mal den Damage raus, da kriegt man jeden eigentlich. Ich gehe da ganz optimistisch an die Sache heran. Also ich denke mal, mit meinen vollen Adrenalinpunkten jetzt, ich mache nochmal einen Quick-Speicher hier an der Stelle, und ich denke mal, wenn ich jetzt nicht getroffen werde und hau dem jetzt 4 oder 5 Verwüsterschuss-Headshots rein mit Feuer, sollte dem das dem Rest geben. Also da muss ich gar nicht. Ja, Scheiße. Ich glaube, wir machen jetzt eine Erdbeben, ne? Also seht. Scheiße. Ja, ich renne schon. Ja, ich sollte wirklich ein bisschen hochgucken. Scheiße, gerade jetzt habe ich keine Skillpunkte. Ich habe keine Lebenspunkte zum Hochheilen, aber ihr seht, allein durch die 1,7% Heilung pro Schaden Output bekomme ich wieder Luftfeuer. Bekomme ich wieder ein bisschen wenigstens 5% Damage. Scheiße. Ups. Okay. Ja, also in der Theorie. Ihr seht, es ist möglich, wenn man dann ein bisschen ausweicht. Ich habe da keine Ahnung, wo jetzt diese Feuersbrunst rauskam. Wahrscheinlich von hinter mir aus dem Boden. Ja, es ist möglich, es ist machbar. Aber ja, ich hätte jetzt gedacht, der stürmt auf mich zu, aber diese Feuerattacken sind natürlich widerlich. Mit dem Warrior- oder Attentäter-Bild hätte ich da überhaupt 0 Chancen. Also zum Glück habe ich hier komplett meine Adrenalinpunkte beibehalten. Jetzt keine Ahnung, wie jemand da oben hinkommt wegen dem Orikalkurs-Erz, aber das ist mir auch Bombs gerade. Möchte bloß wissen. Ja, ich sollte wahrscheinlich zuerst den Ares-Schlachtruf aktivieren, bevor ich da mit den Feuerpfeilen auf den Kopf aim, und dann sollte das eigentlich schon gehen. Also sobald er praktisch hier in Führung steht, ihr solltet dann schon direkt auf den in Bewegung bleiben, wie die WoW einfach nur in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben. Scheiße, wir hören schon. Ich weiß gar nicht, wo diese Feuerspots herkommen. Ja, das schleudert zu Feuerkugeln. Das heißt, ja gut, ein bisschen Timing, ein bisschen ausweichen. Ich brauche jetzt ein paar. Scheiße, warum sind meine Adrenalinsegmente schon wieder weg? Also seht, Adrenalin pro Treffer ist wahnsinnig wichtig. So, und jetzt schnell in den Slow Motion Dingens rein, und das rettet einem schon den Arsch. Also dieses Hermes Zeitverlangsamung. Solange man nicht getroffen wird, ist alles
alles okay, alles okay. Man darf noch nicht getroffen werden, man darf noch nicht getroffen werden und ins Feuer durchlaufen, so wie ich jetzt gerade. Scheiße, Ares und Heilung. Ja, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Ups, scheiße, falscher Knopf. Ja, F1 ist nah an der, scheiße, an der Escape-Taste und verdammt, ich komme nicht in diese scheiß Hunter-Abilities rein. Ja, ihr seht, Steam-Erfolg das allererste Mal. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie der funktioniert, aber okay, gut. Auf Easy-Mode ist es auch jetzt nicht wirklich so ultra herausfordernd. Man sollte natürlich eine Tastatur und eine Maus haben, wo oder bei denen die Tasten auch wirklich funktionieren. Scheiße, wo komme ich da jetzt raus? Ja. Mit einer halb kaputten Maus und einer halb kaputten Tastatur ist es natürlich etwas schwierig. Ja. Ich habe nach wie vor keine Ersatzmaus gefunden, die mir zusagt. Also meine derzeitige Rocket Lua ist gedamaged, scheiße. Der rechte Mausknopf funktioniert nicht, somit musste ich die Funktion des rechten Mausknopfes auf die F1-Taste legen und dadurch komme ich eben öfters auf die Escape-Taste. Ist aber auch nicht wirklich tragisch. Ich würde gerne wissen, was da in der Höhle drin ist. Das passiert. Toll. So eine Mini-Höhle. Vor dem anderen, vor diesem Blitzbringer, habe ich eigentlich eher Schiss, sage ich mal in Anführungszeichen. Den auf der Insel Andros, wo die Schmiede ist. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Ich habe irgendwo mal ganz kurz ein Video auf Simon geschaut. Eine Sequenz davon, also ein paar Sekunden, 10 Sekunden allerhöchstens. Und da habe ich gesehen, dass derjenige, der User, den platt machen wollte, mächtig aufs Maul bekommen hat, obwohl er Schnellfeuerfähigkeiten oder die Fähigkeit für ein Schnellfeuer hatte, die ich auch noch nicht habe. Weil Ubisoft weiterhin mein DLC-Paket, was ich bei Ubisoft gekauft habe, sei mit der Steam-Version nicht kompatibel. Erzählt sowas mal Blizzard. Man kauft sich WoW über die Blizzard US-Seite, kauft sich dann Cataclysm über MMORPG, wie das Ding heißt, die Seite, kauft sich dann über, keine Ahnung, über Epic Games oder sonst irgendwo Miss Pandaria und kauft sich dann Battle of Draenor wiederum auf, keine Ahnung, auf dem Otto-Katalog und kann das dann trotzdem zusammenwürfeln, indem man die Cheat Keys einfach nur eingibt und es funktioniert. Aber Uplay meint, nein, wenn man sich das Spiel, das Hauptspiel und die DLCs jeweils in einem anderen Shop gekauft hat, dann funktionieren die nicht gemeinsam. Das will ich überhaupt nicht einsehen. Das ist mir einfach... Das ist reine, keine Ahnung, Dummstellpolitik von denen. So nach dem Motto, nein, du musst ein DLC-Paket jetzt nochmal kaufen, nochmal 40 Euro löhnen, und zwar bei Steam. Weil du ja das Spiel bei Steam gekauft hast, als Bestrafung sozusagen. Sprich, die bestrafen ihre eigenen Kunden, weil sie sich das Hauptspiel Warners gekauft haben und sagen oder erklären dann den Kunden, dass das DLC-Paket, welches man bei denen gekauft hat, im Uplay-Shop, also wenn ich mitten im Spiel in mein Menü reingehe und hier auf die Shop-Seite gehe, ja, dann gehe ich hier auf Add-ons. Und dann bin ich hier drauf und dann ist mitten im Spiel ein PayPal-Verifizierungsfenster aufgegangen, hab's eingegeben, hab hier 40 Euro bezahlt für diesen Assassin's Creed Odyssey Season Pass, wo alle zwei Erweiterungen drin sind und angeblich nochmal zwei Spiele. Und die sagen, ja, es ist installiert, so wie ihr seht, es ist installiert, aber nein, ich kann nicht auf die Futures zugreifen. Weder auf diese drei extra Talentbäume, noch auf die komplette Questline. Die fehlt komplett. Die Questline, der blinde König, habe ich mir für 40 Units aus dem Uplay Dingens, aus dem, na, wie heißt es, aus dem Ingame Ubisoft Club, habe ich die mir gekauft
für 40 Einheiten. Ja, Clubbelohnungen. Und die habe ich mir für 40 Units, habe ich mir diese Der Blinde König Quest frei gekauft für die Units. Und ja, die hätte ich normalerweise durch den Season Pass bekommen. Keine Ahnung, was da noch auf mich zukommt. Und die Atlantis Start Quest, die war scheint's, ich weiß es nicht. Entweder ist sie standardmäßig mit drin oder die wurde teils übernommen aus dem Season Pass. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Add-on Quest für Atlantis steht zur Verfügung, komischerweise. Ich habe keine Ahnung, wo man die annehmen soll oder wo man die starten soll. Ich kann die nicht triggern, keine Ahnung. Und da ich wahrscheinlich meine persönliche Odyssee noch nicht 100%ig abgeschlossen habe, also die Main Quest, da fehlen noch so 4-5 Quests bis zum Abschluss. Und aber diese Atlantis, die habe ich schon angefangen. Ich war sogar schon direkt vorm Tor drin. Habe 3 von 4 Siegel geöffnet. Da muss ich jetzt noch einen den Minotaur auf Minotaurus auf Kreta besiegen. Wegen dem bin ich da jetzt auch hingesegelt vorhin. Das ist jetzt mein nächstes Ziel. Und dann sehe ich weiter, was passiert. Geht die Tür auf? Kann ich durchlaufen? Bekomme ich Zugang zu dem Atlantis DLC oder nicht? Also, wie ihr gesehen habt, laut Ingame-Shop steht dran, dass mein Season Pass installiert worden ist. Aber gleichzeitig habe ich überhaupt keinen Zugriff auf diese ganzen Quests. Ich habe keine Ahnung. Also, ich komme zwar bis zu dem Haupttor von Atlantis, aber sowas zum Beispiel, davon habe ich nichts gesehen und ich weiß es nicht, ich habe Google durchforstet, ich habe nirgendwo eine vernünftige Antwort finden können, wo definitiv dran steht, du musst zuerst Episode 1 abschließen, ehe du mit Episode 2 anfangen kannst, beziehungsweise irgendeine Startquest dafür bekommen kannst. Es könnte natürlich sein, dass man diese Fähigkeiten beim allerersten Mal, bevor man das allererste Mal Level 99 erreicht hat, noch gar nicht hat und die erst beim New Game Plus freigeschaltet bekommt. Allerdings, egal wo ich mich jetzt schlau gemacht habe, erkundigt habe, es kann sein, dass die Leute mir absoluten Käse erzählen, weil die Community auf Steam sowieso toxic ist. Die haben jedenfalls, mehrere Leute haben gemeint, dass man angeblich erst einmal überhaupt die Main Quest abschließen muss, bevor man Zugang zu der Atlantis Quest bekommt, was absoluter Käse ist. Ich habe die angefangen, wie ihr seht, mit Level 50 schon oder 54, bevor ich auch nur die Hälfte von der Main Quest Storyline durchgespielt hatte. Und es hat funktioniert. Auf die anderen Zusatzinhalte jedoch habe ich keinen Zugriff. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wieso ich diese Fähigkeiten im Talentbaum nicht sehen kann, also im Fähigkeitsbaum, im Skilltree. Die fehlen. Hier müsste eigentlich so ein Button sein zum Skillpunkte vergeben für die Fähigkeit, Jägerfähigkeit Schnellfeuer, womit man dann auf Stufe 3 angeblich pro Adrenalin-Block-Segment 4 Pfeile abschießen kann. Relativ zügig, also innerhalb von, keine Ahnung, so circa 8 Pfeile pro Sekunde, und das wäre natürlich äußerst praktisch, wenn man die jetzt mal so Feuerpfeile, keine Ahnung, so 34, 37 Feuerpfeile auf den Kopf eines Elite-Gegners abfeuern könnte, in einem Durchgang, in einem Zug, das wäre natürlich richtig geil. Aber darauf muss ich vorerst mal verzichten. Ich habe keine Ahnung, welche Prämissen abgeschlossen sein müssen, damit man Zugang auf diese zu diesen Fähigkeiten bekommt. Und wie gesagt, egal wo ich geschaut habe, egal ob im US-Forum, es gibt nirgendwo eine Antwort darauf, ob es irgendeine Voraussetzung gibt. Gebt mal selber einen Google. Voraussetzungen für das Freischalten oder Voraussetzungen für das Freischalten von allen Skill-Perks in Assassin's Creed Odyssey. Es gibt keine Antwort, egal wo man schaut, egal in welchem Forum, egal auf welcher Sprache. Nichts. Entweder ist die Community so toxic, dass sie einem einfach partout nicht verraten wollen, was man tun muss, um diese Fähigkeiten zu bekommen.
Oder, wie der Zufall es will, nach 2 Jahren, seitdem das Spiel draußen ist, hat es noch nie jemand auf die Reihe bekommen, ein YouTube-Video zu erstellen, in dem detailliert erklärt wird, was nun eben die Voraussetzungen dafür sind, damit man diese 3 Fähigkeiten bekommt. Ich habe jedenfalls nichts gefunden und wäre echt dankbar über jede Info diesbezüglich, wenn ihr etwas wisst. Ich habe mich da dumm und dämlich gefragt, aber irgendwie weiß keiner eine 100% genaue Antwort darauf. Ja, das war's von mir erstmal. Ich werde jetzt weiter nach der Insel erforschen, ob es hier irgendwo noch irgendwelche Erze gibt. Hier war ich eben. Da gab es sehr viele Erze und insgesamt 4 Orichalcos Notes. Da, 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 da und da irgendwo in dem Haus und da irgendwo. Also 4 oder 5 solche Orichalcos Erz Vorkommen gab es hier auf der Insel. Dann bin ich hier weiter und von hier aus möchte ich gerne jetzt nach ich habe hier noch nichts aufgedeckt, wie ihr seht. Kreta war ich noch gar nicht. Ich möchte gerne nach Pivki zu dieser Arena. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Da muss ich auch noch ein paar Kultisten abschlachten. Ich glaube, 2 Kultisten gibt es noch hier auf Kreta. Also den definitiv. Den kriegt man nur, indem man in diese Arena reingeht und teilnimmt. So steht es jedenfalls dran. Ja. Tritt in der Arena an. Den anderen, den habe ich eben hier auf dem Weg hierher platt gemacht. Irgendwo nicht, nee, die war es nicht. Das war irgendeine, keine Ahnung, die war es, glaube ich, der Oktopus, genau. Und der, die stehen angeblich irgendwo im Südwesten, soweit ich das jetzt verstanden habe, Südgriechenlands, Messenien, oder war es Mesera, irgend sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist auch irgendwo angeblich einer, der mit dem Schiff rumdoktert, rumgeistert. Und hier irgendwo. Das, den, also Elis und hier war ich noch nicht. Ansonsten habe ich eigentlich so ziemlich die Hälfte von Athen fehlt mir noch. Und Mazedonien. Und ansonsten habe ich eigentlich fast alles hier abgeklappert. Samos habe ich nicht komplett. Aber ja. Das meiste, also so gute 90-95% vom Spiel habe ich jetzt abgeklappert, beziehungsweise von der Map. Außer eben die Zusatzinhalte. Ich habe keine Ahnung, wie man die triggert, wie man die startet. Wenn jemand von euch diesbezügliche Informationen hat, gerne in den Kommentaren. Ansonsten von mir, von meiner Seite aus war es das jetzt. Ich werde noch versuchen, heute und morgen Kreta aufzudecken. Ich habe irgendwo in den letzten Tagen Screenshots gesehen gehabt, dass irgendwo in dem Bereich, die wechseln ja immer jeden Tag, dieser Endboss sein soll, irgend so ein Krater ist auf jeden Fall drin, irgendwo habe ich Screenshots gesehen. Da konnte man ganz genau den diese ISO-Technologie bzw. diese komischen Alien-Ruinen da, sag ich mal, sehen. Und insofern weiß ich auf jeden Fall, dass das irgendwo in dem Bereich ist, mit diesem Minotaurus, mit diesem Endboss. Also diese Bilder, die wechseln stündlich oder täglich, keine Ahnung, vor 2 Tagen, 3 Tagen, weiß nicht, habe ich die irgendwo hier gesehen. Entweder da, da oder da, in so einem Krater hier. Jo, das war's. Ich werde jetzt weitersuchen und erforschen und ja, das war's von meiner Seite aus. Schönen Tag noch. Tschüss.